Gary, ja genau, mach weiter, mach weiter. Warte, ich knüppel ihn, warte mal. Oh Gott, okay, er ist schneller. Okay. Okay, warte, ich versuch was. Nicht angreifen. Nein, nein, es lässt mich los. Gary, was machst du? So, Gary, ich betäube ihn. Oder eher gesagt, sie. Ich meine Keule ist kaputt gegangen. Ich brauch ganz kurz, okay? Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. So Leute, ab heute heißt die fünfte Staffel Ark Paradise. Auch nochmal Dankeschön an Dragonic Death. Der hat es reingeschrieben, wo ich halt gefragt habe, was für Ideen habt ihr. Und nochmal an allen vielen lieben herzlichen Dank für die ganzen Ideen, für die Einflüsse, weil ihr habt mich sozusagen darauf gebracht, halt, ich muss da halt was ändern, weil Piora passt halt nicht wirklich zur Staffel, denn wir es kommt noch mehr. Paradies. Genau, wir sind in Paradise, in Paradies. Und, damit geht's auch? Okay, nee, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil es kommen ja noch krasse Mods drauf. Und dann heißt es Ark Piora immer noch, aber es geht halt mit den krassen Mods weiter. So, wisst ihr, deswegen passt Paradise. Klar wird es dann zur Hölle werden, aber, naja. Nochmal vielen lieben herzlichen Dank für die ganzen Ideen. Und Leute, der Support auch in der zweiten Folge, der war grandios. Die Gary würde jetzt ganz gerne Herzen machen, aber kann sie leider nicht machen. Dafür ist sie ja wieder zum Huhn geworden, ne? Ja, ihr kennt hier, es ja. Hier. Ja, gut. So, unser Kanickel, der lebt hier immer noch, der sonnt sich halt ein bisschen, aber der hat bis jetzt noch keinen Namen bekommen. Nein, nein, der heißt immer noch Rabbit. Ich weiß nicht, wie man den nennen kann. Vielleicht findet die Gary einen Namen, aber Leute, wir haben was Neues Mami vor. Habe ich alles mit? Okay, Gary, pass auf, pack mal deine Taschen voll, denn wir haben was Großartiges vor. Leute, es fängt, wir bauen ein bisschen und durchsuchen halt natürlich alles. Ihr kennt uns ja natürlich. Wir brauchen halt ein paar Sachen. Problem ist, wir können nicht so viel mitnehmen. Okay, hast du ein bisschen was mitgenommen? Ja. Habe ich das mit? Okay, so, hast ihr habt du den Sattel mit? Habe ich mit. Häschen, du bleibst hier stehen, okay? Du bleibst stehen, wirklich. Ja, ja, ist halt kleiner geworden, aber ihr wisst ja, ne? Gary hat da eigentlich Bär mit dabei? Okay, er hat genug. Warte mal, wie stark ist der eigentlich? Oh Gott. Lass komm mit, Gary. Häschen. Es wird schon überleben. Es würde schon überlegen. Passt auf, wir haben uns gedacht, wir wollten ja eigentlich uns da drauf bauen. Nee, wir haben eine andere Stelle gefunden, ne? Eine und zwar Wundertöne. Also eine ganz Wundertöne. So, Gary, bring uns hin. Die Gary hat die Stelle gefunden, ne? Da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. So, zeige uns. Wo befindet sie sich? Sehen Sie hier, genau gegenüber. Genau gegenüber. Genau. Nicht da ganz oben drauf, sondern nee, an dieser. Zurück, Gary, zurück. Warum? Der Baryonyx. Noch ist er weiter weg. Der ist genau hinter Stein. Ja. So, pass auf. Wir wollen. Ja, wir müssen halt gucken. Wir wollen halt die geradeaus, die kleine Plattform nehmen. Die ganz kleine eventuell nicht, aber die daneben noch. Und zwar haben wir etwas Neues. Passt auf. Ihr kennt doch dieses Echoes Stable Decor Mod. Hier, genau. Echoes Stable Structures and Decor Crafting Table. Also Crafting Mod. So heißt die Mod. So, und daraus, aus diesem Parasattel, ist ein Parasattel, meinte die Gary, können wir halt geile Sachen bauen. Und zwar, wir konnten niemals eine Brücke bauen. Und dieses Mal geht unser Wunsch in Erfüllung. Jetzt ist halt Problem, Gary. Gehen wir jetzt von hier aus mit der Treppe nach oben oder erst später? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt noch nicht hochgehen, heißt es, wir brauchen nicht so viele Pillars. Leute, wir müssen mal ganz kurz was ausprobieren. Weil wir versuch, darüber jetzt, zu schwimmen. Rüberschwimmen? Bis zu dem Baum. Und von da aus dann hochbauen. Aber von, pass auf, da, nee! Von da aus erst hochbauen. Ja, oder? Achso, erst die Brücke geradeaus rüber und dann dahin. Ja, oder? Ah, das ist eine sehr gute Idee, Gary. Pass auf, Leute. Dann gehen wir Strukturen, gehen wir Pathways, gehen wir drauf. Und dann haben wir hier, wir haben sogar Kurven. Also, ja, okay, keine Kurven, ich sondern eine Ecke. Den komischen Fisch da weg. Ja, ja, mach das. Und dann haben wir hier, wir haben halt solche Dinger. Da können wir halt einfach drauf gehen. Und dann können okay, wir noch ein paar Seile erstellen. Bring ihn weg. Oh, der sleep, Gary. Der sleep, nimm ihn mit. Langsam. Bis er gleich anfängt, wieder Karriere zu rennen. Warte mal, da muss ich jetzt auch was austesten. Ist er hinter dir her? Was ist da los? Nee, warte mal. Komm Gary, her. Ja genau, mach weiter. Warte, ich knüppel ihn, warte mal. Okay, komm. Oh Gott, okay, er ist schneller. Okay. Okay. Das kam aus dem Leute, und ich wollte mit Keule drauf gehen. Ich wollte ihn jetzt betäuben. Ah,
Nein. Wie viel Level hatte er? 390. Okay, Leute, dann lassen wir es. Auf jeden Fall baue ich jetzt ein paar von diesen Dingern. Warte mal, Stable Pathway Rotated. Okay, wir müssen mal kurz austesten. Ich baue jetzt zwei Stück davon. Die nehme ich jetzt dann ganz kurz mal rein. Und dann brauchen wir davon etwas. Die setzen wir dann an der Seite hin. So, wir probieren es mal ganz kurz aus. Weil ich, wie gesagt, ich kenne die Mod gar nicht. Jo. Aber es scheint geil. Oh, Belzebufo, komm. Warte mal, kann ich das rotieren? Okay, Gary, pass auf. Wir haben jetzt einmal das hier. Das können wir nicht rotieren. Und dann haben wir das hier. Und das können wir auch nicht rotieren. Okay, Leute, das zeigt eigentlich nur nach links oder nach rechts. So, seht ihr das? Ich kann es nur da hinsetzen. Mehr kann ich davon nicht machen, so. Okay, geht eigentlich. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch geradeaus hinzubauen. Aber ich glaube, das muss ich noch abbauen. Ich crafte schon mal her. So, das war halt ein kleinen Millimeter weiter nach links. Aber ich denke mal, das sollte genügen. Aus. So, nach vorne. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe hier Builders Improvement drin, was ich in Ragnarok hatte, damit wir immer weiter geradeaus bauen können. So, und jetzt ist die Frage, können wir damit immer weiter geradeaus bauen? Das wäre halt richtig episch. Und so wie es jetzt gerade ausschaut, können wir es tun. Gary, kannst... Alter, Leute, das sieht übelst nice aus. Okay, Gary, hast du schon Holz gesammelt? Ja. Okay, kannst du da mal diese langen Seile bauen? Weil ich glaube, damit können wir halt links und rechts können wir da nicht runterfliegen. Warte, und ich komm mal kurz. Leute, aber das ist doch eine geile Idee, oder? Wir bauen jetzt wirklich darüber und dann geht's immer so weiter. Ich habe von jedem eine gemacht. So, pass auf. Ja, guck mal, welche geil aussieht. Zeig mal. Bauen wir jetzt hier die erste? Das ist so, sieht schon mal geil aus. Bauen wir die nächste. Ach, für links und rechts ist. Okay, da. Ach so. Ja, dann bau nur die beiden brauchen wir. Leute, die Mod ist übelst geil. Gut, okay, dann muss Echo. Echo weiß man ja, dass sie halt geil aussieht. Du farmst? Jo. Okay, dann baue ich. Ihr wisst ja ganz genau, Echo, die Modmacher, die ganzen Entwickler, Respekt an denen, weil die haben es echt drauf. Muss ich wirklich sagen, gerade die, wir werden damit meinen lang ersehnten Tempel bauen. Aber das erst später, wenn wir nicht mehr hier sind, sondern irgendwo. Ich sag mal jetzt 40, 60 oder so. Irgendwo, keine Ahnung. Wenn wir in die Lüfte emporsteigen können. Ganz genau, wir müssen halt irgendwo anders her. Aber jetzt müssen wir erstmal eine Brücke rüberbauen. Jetzt dauert es aber noch ganz kurz. Leute! Ja? Ich meinte gerade zu Gary, wir brauchen nicht einen Pillar. Wisst ihr auch warum? Das zieht sich von selbst in die Länge. Ja! Lass mich mal gucken, ich will auch... Also, glaube ich jetzt, ich weiß halt nicht, wie weit es runter geht. Warte mal, können wir in K-Modus alles sehen? Okay, Leute, in Ticken geht's noch. Also, wir schaffen das sogar bis nach ganz nach hinten. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Alter, wie geil ist das denn? Oh. Mein Herz ist im Stehen geblieben. Was denn? Was hast du gesehen? Der Büffel kam direkt auf mich zugeschwommen. Ja, aber der tut doch nichts, Gary. Der tut doch nichts. Ich will nicht essen. Aber irgendwie habe ich bemerkt, ich krieg ziemlich schnell Level, wenn ich das die ganze Zeit hercrafte. Sehr schnell. Ich bin jetzt schon Level 29. Okay, wir können bis Level 152 werden, glaube ich jetzt oder sowas. Halt wie in Ragnarok. So, die Gary ist immer noch am Craften. Ich habe jetzt auch noch meine Sache. Und jetzt geht's weiter, weil... Seht euch das an. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Nein! Nein! Gary! Flieh! Flieh, hau ab! Nein, ich bin unter ihm! Okay, ich ersticke, ich sterbe! Was ist no! Da? Ein Capro! Oh. Shit! Okay. Ah! Okay, Leute, wir haben einen ungebetenen Gast hier. Scheiße. Rabbit, bist du auch noch in Ordnung? Geht's dir noch? Alter, meiner hat schon voll die Haare bekommen. Leute, ich sehe voll geil aus. Okay, jetzt müssen wir wieder dahin. Problem ist, ich brauche meine Sachen. Oh no. Okay, er scheint abgehauen zu sein. Okay, that is good. Ich hab's diesmal so ein... Komm her. Tellurius, komm her. Warte, hier. Drag Body. Ja. Ich rette dich. Ich rette dich. Komm raus. Komm raus. Atme. Atme, mein Freund. Atme. Okay, bleib bei mir. Okay, ich mach dich kurz schnackig, okay? Okay, jetzt. Lebe wohl, mein Freund. Lebe wohl. Geh. Okay, wir sehen uns im nächsten Leben, okay? Bye, mein Freund. Leute, Tellurius will mich nicht gehen lassen. Okay, er kann fliegen. Lassen wir ihn fliegen. Passt auf, ich bin fast fertig eigentlich. Ja, sieht gut aus. Ich bin jetzt schon fast fertig. Wir sind jetzt fast drüben. Es könnte eventuell sein, dass die letzten jetzt hier reichen werden. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es gleich sehen. Zeig mal her, ja. Er hängt am anderen Brust. Die Gary ist krank. Zeig mal.
Nuckelt der gerade? Aus da! Geh da weg, Kollege! Zeig mal her, ja. Oh, Gary, der ist echt alter. Wollen wir die Gary retten, oder? Oh, ich weiß nicht. Warte, ich helfe dir, ja. Keine Sorge, ich helfe dir, keine Sorge. So, du bist hier befreit. Schwimmen die hier? Ja, ich glaube, ich habe Fieber. Na, alles gut, alles gut. So, ich habe jetzt weiterhin Holz gesammelt, Leute. Passt auf, wir haben uns jetzt einen Ticken anders überlegt. Wir bauen jetzt eine doppelte Brücke darüber, weil Problem ist, es ist ein Ticken zu schmal. So, und wenn wir jetzt mit dem Dino hier rüber gehen, der kommt nicht hier rüber, deswegen brauchen wir viel mehr. Gary? Was ist los mit dir? Gary, steh auf! Hallo? Steh auf! Jetzt sag nicht, du hast Narco Baron gegessen. Eieiei, pass auf, ich hab jetzt eventuell... Okay. Doch, da drin hab ich Simbarys vorhin reingetan. Hier? Ja. Okay, Leute, dann holen wir mal kurz die Gary hoch. So, du musst aber jetzt gleich sofort näher trinken. So, hier. Das hat so wundervoll Nimm gepasst. Alles. Da, bitte sehr. So, Leute, wie gesagt, wir müssen jetzt kurz einen Tick noch bauen. Dauert aber noch. Ah, no! Oh, come on, bitte, lass mich nicht schon wieder. Oh, ich bin voll am Bauen, voll am Konzentrieren. Auf einmal, zack, packt der Kleine mich. No way. Nicht schon wieder, ey. Er steckt in der Brücke fest. Ach, hör auf. Er bewegt sich gerade kein Stück. Er ist direkt vor mir. Vor dir? Ja, er ist bewegungslos gerade. Ja, warte, der vermisst mich, glaub mir. Pass auf, warte, wo ist er? Da vor mir, siehst du das? Da bei der freien Stelle, wo frei ist. Genau da? Guck, geh in Karsig, dann siehst du ihn. Pass auf, geh zurück. Ich bewältige die Bestie. Was? Knurrt der? Hört sich so an, ne? Ja. Leute, hört euch das mal an, hört mal. Da! Okay. Zurück! Lauf. Nee, warte. Nein. Er kommt nicht. Ich besiege sie, Gary. Keine Sorge. Mach unsere Strukturen kaputt. Ich sag's dir, du kriegst sie. Und ich mach dein Hintern kaputt. Pass auf, wir bauen ganz in Ruhe. Einfach Konzentration. Ich muss näher ran, weil dann kann ich es richtig ansnappen. Noch näher ran. Hi, Capro. Hey, Baby, komm, lass mich. Du bist ein Female, komm. Bitte. Mein Stamina ist komplett... Ich hab eingebaut! oder? Warte, ich brauche eh meine Sachen. Ey, warte mal, der macht nichts. Take all. Ha, Kleiner. Tja. Gary, ich weiß nicht, ob er unsere Strukturen kaputt machen kann. Kann ich jetzt rauf? Mist. Okay, ich komme zurück, Gary. Auf jeden Fall, der bleibt da und versucht etwas anzugreifen. Pech gehabt. So, Leute, mal gucken. Er befindet sich jetzt hier. Gutes Mädchen, du beschützt unsere Brücke, ne? Gutes Mädchen. Okay, so, wir bauen jetzt halt die Brücke kurz weiter. Ich denke mal, das Viech wird schon nichts machen. Denke ich mal. Schaden macht es auch nicht. Glaubst du, wir können es zähmen? Das wäre unser erster Dino, Gary. Das wäre, ja. Das wäre doch geil, oder? Er ist nicht stark, Gary. Er ist nicht stark. Ins Wasser gefallen. Er macht nichts mehr. Nee, aber was sagst du? Das wäre kein starker Dino. Das wäre für den Anfang eigentlich ziemlich hübsch. Hübsch ist er? Ja. Ja, denke ich mal schon. So, mal gucken. Leute, wir haben schon mal unseren ersten Teil erreicht. Wir sind gleich drüben. Gleich. Jeden Augenblick. Leute, wir haben es geschafft. Schaut euch das an. Zack. So, jetzt fehlt halt nur noch die andere Seite. Und jetzt ist halt noch ein Problem. Wir schaffen das auf jeden Fall nicht in dieser Folge alles. Ah, wie geil ist das denn, Leute? Pass auf. Jetzt ist die Frage. Machen wir jetzt einfach von hier aus etwas zum Hochgehen? Weil da können wir was hinbauen. Ist halt nur für den Anfang, Leute. Ihr wisst ja, wir ziehen ja eh um. Aber entweder wir gehen dann von hier aus, tun wir nochmal eine Brücke hin und gehen dann hier weiter hoch. Oder, ja doch, von dort eine Brücke hoch und dann halt von hier nochmal eine Brücke hoch. Ich glaube, das macht mehr Sinn, ne? Oder man könnte halt machen, man geht dort hoch und zieht dort eine Brücke rüber. Aber ich glaube, das würde keinen Sinn machen so. Lassen Sie mich gucken. So, pass auf. Ich habe mir das so vorgestellt, Leute. Pass auf. Wir müssen jetzt das Ding... Sag ich jetzt mal, sieht so eigentlich ganz gut aus. So habe ich es mir gedacht. Dann gehen wir einen Ticken weiter geradeaus. Und dann kommt, können wir dich auch andersrum machen? No, it doesn't work. Was? Warte mal. Gary, wir müssen uns mit Strukturen da hochbauen und das dann wieder so runterziehen.
Ja. Müssen wir so machen. Aber ist egal, ich denke mal, pass auf. Wir machen das so, ich will jetzt den Kaprosuchus haben. Entscheidet mal in den Kommentaren. Entweder eine Brücke dort drauf und dort dann rüber oder dort eine Brücke rauf und dort eine Brücke rauf. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, ne? Dort jetzt von hier aus darauf und von hier aus darauf. Ja. Anders macht es ja eigentlich keinen Sinn. So, Leute, okay. Der Kaprosuchus kann jetzt was erleben? Hast du vielleicht schon vergammeltes Fleisch oder so? Also Fleisch habe ich, aber nicht hier. Es ist hinten aus dem Schrank drin. Okay, Capro, kommst du? Komm her! Ich knüppel dich tot, Kleines! Nee, alles gut, alles gut. Die will mich packen, Gary. Oha, die will mich echt packen. Wie sie knurrt. Ja, pass mal auf. Ist sie auf dich? Nö. Ist sie jetzt auf dich? Nö. Mädchen. Dreh dich mal. Hallo. Wir Frauen halten zusammen, nein, ne? Ihr Frauen hält nicht zusammen. Ach, scheiße. Ich hab gesehen, was ich machen wollte. So, Gary, ich betäube ihn. Oder eher gesagt, sie. Ich meine Keule ist kaputt gegangen. Ich brauch ganz kurz, okay? Warte kurz. Hol dir auch eine Keule. Ich kann doch nicht alleine auf das Ding draufschlagen. Leute, das schaffe ich nie. Das schaffe ich niemals. Zieh dir dieses fette Gesicht, was auf mich zuschnappen will. Guck mal. Sieht ihr das? Guck dir das an. So. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Belzebufo, aber es ist nur die Spiegelung von der Insel. Seit wann spiegelt die Insel auf dem Wasser? Okay, ist egal. So, komm her. Capro, sorry, du störst uns halt ein bisschen. Du musst gezähmt werden. Problem ist halt, die Gary muss kurz kommen, weil alleine schaffe ich es nicht. Ja. Aber sie steht noch dahin. Ich warte kurz, ja? Warte kurz, Mädchen. Ah, nee, mein Stamina geht ja leer. Oh Gott, ich muss schnell rauf. Hast du Fleisch? Ich bin für den mit. Kleinen? Ja, ich bin's mit. Leute, ich sag's euch, ich zähm den jetzt so. Ich guck mal kurz, bevor Unconscious geht. Guck mal, Alter, wie viel ich ihn schon abziehe hier. So, komm her, Mädchen. Hi, aus. Aus, Baby. Oh Gott, ich hab ne geile Idee. Was denn? Gary, bring mal so einen schrägen Steg mit. Einen schrägen, der nach links und rechts geht. Du siehst einmal, den geradeaus geht, aber der nach links und rechts geht. Beeil dich, mein Stamina geht leer. So, Leute, mein Stamina, seht ihr, ist fast auf dem Endpunkt. Gary, so, setz ihn jetzt hier hin. Genau hier neben ihn. Hier, hör drauf. No! Ist egal. Ja, Alter! Eigentlich sieht's ja voll nice aus, Leute, oder? Was ist das denn? Das ist richtig geil. Du solltest eigentlich einen Steg, da diese Dinger gibt es, ne? Die zeigen dann nicht nach vorne, die zeigen dann nach dort und dorthin, so, weißt du? So, egal, da passt ja auch. Ist aber egal, Leute. Man muss wirklich sagen, das sieht an der Mod. Wir müssen später richtig viel mit Wasser bauen. Das sieht nice aus. Kommst du, Gary? Kommst du runter? Ich will fly. So, okay, wir gehen jetzt erstmal schwimmen. Da hinten habe ich eine Karkinos gesehen. Ist jetzt nicht ganz so geil. Du darfst aber nicht nur Fleisch suchen, weil, wie gesagt, Ich hab. Hast du? Okay, weil die Turbo-Anzeige, die muss hochgehen. Gary, die muss richtig hoch. Die muss drastisch hochgehen, weil der Level 390 hatte der jetzt gerade. Oder sie. Sie hatte 390 Level. Und die müssen wir irgendwie runterkriegen. Wie gesagt, meine Keule, ja, ist nicht die geilste Methode, einen Caprosuchus zu zähmen. Aber es funktioniert. Geil. Was war das? Nein! Gary, irgendwas ist in mir! Gary! Oh, hast du auch diese kleinen süßen Igel? Nein, kein kleinen süßen! Es hängt in mir! Es kann mich gerade nicht angreifen, bitte! Oh Gott, Leute! Okay, warte, ich versuch was. Nicht angreifen! Nein! Nein! Es lässt mich los! Gary, was lachst du? Was? Scheiße! Ja, der war auf einmal in mir! Ich konnte nicht mehr wegkriegen! Scheiße! Okay, Leute, dritte Mal gestorben. Ich verbessere mich. Kanickel! Okay. Die Gary kümmert's gar nicht, was mit mir geschehen ist. Sie hängt am Schrank und tut, als ob nichts passiert ist. Hau schön drauf, Gary. Hau schön bin drauf. Dabei. Ich weiß nicht, war das eben gerade ein Male oder ein Female? Kann sein, dass es seine Frau beschützen möchte. Ich weiß es halt nicht. So. Ich wollte gerade sagen, am Strand ist er. Aber es sieht bis jetzt sehr gut aus. Leute, das Projekt mit der Brücke ist doch der übelste Hammer, oder? Oh ja. So, schlag ihn! Herr, warum gibst du 3 ab? Hast du Melee Damage schon geskillt? Ja, ein bisschen. Okay, ich noch gar nicht. Okay, Leute, wie gesagt, das dauert jetzt ganz kurz, bis wir den irgendwie down haben. Wir brauchen halt irgendein Viech, mit was wir uns verteidigen können. Okay, es ist zwar nicht so krass, nicht so stark, aber naja, so kann man Caprosuchus down kriegen. Meine ist schon wieder kaputt. Aber komisch, das wird dich angreifen. Guck mal, das kann mich gar nicht packen. Oh Gott, okay. Aber seht ihr das? Es kann mich gar nicht packen. Seltsam. Das scheint wohl die Gary. Das ist echt möglich.
Naja, egal. Ein Vorteil für uns. Passt auf, es gibt neue Informationen. So, die Gary hat natürlich wieder ein Leech an ihr dran, an der Brust. Kennt ihr ja nicht anders. Und pass auf, ich habe Slingshots hergestellt. Ich teile jetzt die Steine auf. Nimm dir, Gary, weil wir hatten noch von letztes Mal Hyde. Und jetzt können wir endlich ihn schneller betäuben. Weil die Gary meinte, er blutet schon, aber er blutet nicht. Gary. Doch, ganz minimal. Er hat überall ein paar Streifen, wenn du genau hinguckst. Ich sehe das ja. Ja, warte, dann immer langsam, immer langsam. So, ich mach. Warte. Schön in den Kopf. So, immer hier. Du. So, warte. Warte, warte, ich mach. So, warte, warte, warte. Immer so. Und du bist. So, so müssen wir das jetzt die ganze Zeit machen. Komm mal, hier, mach langsam, mach langsam. Komm mal. Ganz, einmal nur ganz kurz machen. Nicht ziehen, sondern einfach nur ganz kurz. Guck mal, können wir sie die ganze Zeit in die Fresse reinhauen. Oh, es tut mir leid. Eieiei. Oh Gott, es sieht echt tot aus, Gary. Scheiße. Oder ist das, weil wir sie gerade so oft getroffen haben? Das will ich hören. Oh no. Also ich versuche gerade wieder abzuhauen, ne? Ja, dann hau drauf, hau drauf. Ich geh jetzt ins Wasser. Nicht, ich hab... So, mit der Keule drauf, los. Wir müssen nur auf den Namen aufpassen, ob da steht dann Catches! Leute, ja. Holy shit! Okay, Leute, wir hatten die ganze Zeit Angst, ob er es überhaupt schafft. Und jetzt, wir haben ihn Daumen gekriegt. Ich kann nicht in ihr Inventar. Ja, warte, warte, warte. Hier, zack. Jetzt. Leute, wir haben ein Camposaurus Level 390. Okay, jetzt müssen wir nur warten. Problem war, ich habe vorhin bei der Gary ausprobiert. Was bringt mehr Topor? Slingshot oder ein Knüppel? Da meinte sie Knüppel. Ja. So, wir haben die ganze Zeit drauf geschossen. Wir dachten, es stirbt. So, wollen wir 50-50 tun und seht ihr, wie sehr es blutet schon. Sie blutet schon richtig. Aber sie hat's überlebt. Geilo. Okay, Leute, jetzt heißt es eigentlich nur warten und warten, bis sie gezähmt ist. Okay, ja. Wir gucken mal, wie viel sie mit einem Happen kriegt. 1,6. Uiui. Pass auf, Gary, wir machen uns jetzt auf den Weg. Fisch vielleicht. Fisch? Vielleicht mag sie Fisch mehr. Okay, wir begeben uns auf die Suche, Leute. Und vielleicht finden wir noch eine tote Leiche oder so. Vielleicht kriegen wir 5 Primeat. I don't know. Suchen, suchen. So, Leute, er muss jetzt noch ein einziges Mal essen. Ich wollte gerade sagen, warum wird das Wasser so rot? Ach, schön. Wir saßen circa, man kann sagen, circa eine Stunde haben wir gewartet. Ich habe Primeat gesucht, ich bin dort drüben lang gegangen, da lang gegangen, ich bin überall gewesen. Nirgendwo wurden Dino angegriffen, wo ich mir was klauen konnte. Juhu! Und er ist fertig. Hallo, meine Süße. Geilo. Willst du sie nicht da rausholen wegen... Wieso? Sie hat doch Oxygen hat sie doch unendlich, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, und wenn wir von Server gehen, die muss da draußen bleiben. Die muss da bleiben, Gary. Wo wollen wir sie denn hinbringen? Die ist in Gefahr, Gary. Deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, dass wir sie erstmal einsperren. So. So kann ihr erstmal nichts passieren. Das wird schon klappen, Leute. Das wird auf jeden Fall klappen. Kannst du rüber? Nö. Ja, siehst du, sogar. Guck mal, wir können nicht rüber, also schaffen das Kakinos und so weiter auch nicht. Na, Leute, auf jeden Fall, was ist das bei mir von der weiteren Folge? Ark. Mal gucken, wie wir den Carposuchus nennen. Mal gucken, ich weiß jetzt noch nicht keinen Namen. Naja, es hat lang genug gedauert. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.